Schön, Sie zu sehen. Herzlich willkommen bei Spreidelmacher. Eine Sendung für Sie und das täglich. Dankeschön. Und das Besondere an dieser Sendung ist, dass Sie ganz alleine zu Hause bestimmen können, wenn Sie denn nur wollen, was Sie gerne bei Schreinemakers sehen möchten. Dazu haben Sie Gelegenheit gehabt im Vorfeld dieser Sendung. Sie konnten uns schreiben, per Brief, Fax, im Internet sich entscheiden. Und außerdem gab es auch Themenumfragen in großen deutschen Frauenzeitschriften. Und jetzt sehen Sie, für was Sie sich entschieden haben. Das Böse ist immer und überall. Gefahren im Haus. Visita, ihrer Schwester, hilft, ihr Leben zu meistern. Italiener, Franzose, Österreicher. Welcher Akzent macht Frauen an? Die unbekannte Seite des Zonkmeisters Jörg Dräger. Dagmar. Warum sie seit 5 Jahren einen verheirateten Mann liebt. Nun ist es endgültig raus, liebe Zuschauer. Wir Frauen achten nämlich überhaupt nicht auf das Äußere eines Mannes. Wir achten auch überhaupt nicht, ob der ein dickes Portemonnaie hat. Das alles ist uns nicht wichtig, sondern wir entscheiden allein mit unserem Herzen und unseren feinen Ohren, ob und in wen wir uns verlieben. Das haben Studien jetzt herausgebracht. Also wir achten zum Beispiel auf den erotischen Akzent. Es ist natürlich auch wirklich ein Unterschied, ob jetzt jemand zu uns sagt, Mutter, mach die Tür zu, ich kann die nicht arbeiten sehen. Oder ob jemand sagt, Cherie, lass bitte alles stehen und liegen und wir tun jetzt sofort so, als würden wir ein Baby machen. Ne? Und im Vorfeld dieser Sendung haben wir 6 fachkundige Damen ausgewählt aus dem Publikum, die entscheiden sollen, ganz unabhängig, unparteiisch, achten Sie nur auf Ihr Ohr und das, was bei Ihnen rüberkommt, welcher Mann aus welchem Land mit welchem Akzent Ihnen am meisten behagt. Sie haben Flaggen gekriegt, ne? Können Sie mal zeigen. Das sind die verschiedenen Nationen, die gleich hier auflaufen werden. Jeder Mann, der jetzt reinkommt, wird einen anbetungswürdigen Liebestext sprechen. Die haben alle den gleichen, in unterschiedlichen Akzenten, versteht sich. Und da können Sie zu Hause auch mal schon den Test machen, was kommt bei Ihnen am besten an. Starten wir also mit dem Land der Liebe, mit Frankreich. Und ich möchte Ihnen jetzt Vincent vorstellen, 27 Jahre alt. Herzlich willkommen, Vincent. Oh, meine wunderschöne Margarete. Du hast die schönsten Augen, an denen ich mich jemals berauscht habe. Dein Lächeln bringt Steine zum Erweichen und deine Haare umrahmen dein Gesicht wie eine goldene Fassung den Diamanten. Komm in meine Arme und ich werde dir noch heute Nacht ein Croissant und ein Café au lait auf die Champs-Élysées servieren. Oh! War gut? Ja, der war gut. Ich komme so richtig, der war gut. Es kommt vielleicht noch besser, gucken Sie mal. Sie müssen nicht unglücklich sein, Sie haben ja mich, ja? Die Nummer 2 aus Italien, Stefano, 37 Jahre alt. Oh, meine wunderschöne Margaret, du hast die schöne Augen, an denen ich mich jemals Besuch habe. Deine Lachen bricht deinem zum Erweichen und deine Haare umrahmen dein Gesicht wie eine goldene Fassung an Diamant. Komm in meine Hand und wir werden noch heute Nacht mit einer bellissima Gondola fliegen in der Canal Grande. Oh. Ja. Sie klang aber auch schon glücklich, ne? Hat Ihnen gefallen, Italien? Italien ja. Als Land Urlaub, ja. Also, oh, das ist ein ganz heißes Thema im Moment. Die fährt noch. So, die Nummer 3 aus Österreich. Matthias, 36 Jahre alt, willkommen. Hey, Ruhe. Oh, meine wunderschöne Margarete. Du hast die schönsten Augen, an denen ich mich jemals berauscht habe. Dein Lächeln bringt Steine zum Erweichen und deine Haare umrahmen dein Gesicht wie eine goldene Fassung den Diamanten. Komm in meine Arme und wir werden noch heute Nacht zu den höchsten Gipfeln der Alpen emporschweben. Die Nummer 4 aus Deutschland, Andreas, 38 Jahre alt. Herzlich willkommen. Okay.
Oh, meine wunderschöne Margarete, du hast die schönsten Augen, an denen ich mich jemals berauscht habe. Dein Lächeln bringt Steine zum Erweichen und deine Haare umrahmen dein Gesicht wie eine goldene Fassung den Diamanten. Komm in meine Hände und wir werden noch heute Nacht zu den Sternen wandeln. Ich würde dich gerne in die Klassikerstadt Weimar einladen und auf den Spuren von Goethe und Schiller wandeln. Ein Beitrag zur Kultur. Goethe, Epoche des Sturm und Drang, da steckt ein gewaltiges Gefühlpotenzial drin. Aber ich will sie ja nicht beeinflussen. Kommen wir zur Nummer 5. Spanien, José aus Bilbao, 57 Jahre jung. Herzlich willkommen. Que sí, yo soy don José de Bilbao. Mein Deutsch ist nicht so schön, wie du bist, deswegen Muttersprache, bitte schön. Margarita, que eres tú la flor más bella que he visto en esos prados del mundo. Viendo tus ojos este brillo que me quema, tu voz que deja llorar a las piedras y estos pelos que son como un arco iris con esa cara en el centro. Que por favor, Margarita, cógeme de las manos y vamos a las estrellas. Das war neue Lied von Julio Iglesias. Ja. Jetzt wird's schwer. Und Sie haben es natürlich längst gemerkt, liebe Zuschauer, das ist nicht José aus Bilbao, das ist Jörg Dreger. Herzlich willkommen. Jetzt. Also ich sag's jetzt nicht. Würden Sie in sich gehen und Ihren absoluten, also bitte nicht auf das Äußere achten, dann wäre der Jörg sofort draußen, sondern Ihren absoluten Dialektliebling, Akzentliebling wählen. Und bitte. Dreimal Frankreich, das Land der Liebe. Oh, hey. Einmal Spanien und dann haben wir einmal Deutschland, einmal Österreich. Das ist ja voll der Mix. Also erstmal danke für die Jury. Wieso Deutschland? Weil mein Mann ist Sachse. Oh. Und ich bin erotisch. Und daher finde ich das, den Dialekt auch sehr erotisch. Wir schalten jetzt live in das St. Augustinus Krankenhaus nach Düren, weil wir uns gesagt haben, wir müssen ja auch mal mit ein paar richtig aktuellen Haushaltspechvögeln sprechen. Menschen, die gerade erst mal operiert worden sind und sich vor kurzem erst böse verletzt haben im Haushalt. Da haben wir gefunden Annemarie Klein und Anneliese Merkens. Und die möchte ich jetzt mit der klassischen Arztfrage begrüßen. Na, wie geht's Ihnen denn heute, meine Damen? Es geht ganz gut. Ja, Sie hatten einen Oberschenkelhalsbruch. Ja. Anfang des Monats Oktober. Wobei haben Sie sich denn zugezogen, Frau Klein? Auf der Diele. Mhm. Was ist da passiert? Ja, ich ging abends über die Diele und urplötzlich schlag ich hin. Mhm. So, wir haben da einen Läufer liegen. Ob der verrutscht war, das weiß ich nicht. Ich schlag auf jeden Fall in der Ecke und will meine Beine irgendwie sortieren und da ging das gar nicht mehr. Und auf einmal habe ich geschrien, ich hatte dermaßen Schmerzen. Da kam mein Sohn, der hat mich dann aufgehoben und hat mich ins Bett getragen. Frau Klein, Sie waren 3 Tage mit dieser Verletzung zu Hause. Nein, wieso? Nee, länger. Nicht ganz, noch länger. Ja, 6 Tage. 6 Tage? Ja. Haben Sie denn nicht mal so einen Verdacht gehabt, dass was gebrochen sein könnte? Nein, wir hatten gedacht, es ist etwas verstaucht. Auch weil bei den Schmerzen. Ihr Sohn soll Sie sogar mit Ohrenschützern getragen haben zur Toilette, weil er das Schreien von mir nicht mehr ertragen konnte. Frau Merkens, ich meine, jetzt lachen wir ja alle. Hinterher erzählt sich das ja auch alles so leicht. Frau Merkens, Sie haben Sie nicht nur ein Bein, sondern weil es, ich sag jetzt mal so makaber, weil es so schön war, auch noch den Arm gebrochen. Wobei, Frau Merkens? Beides, auf einer Seite. Mhm. Oh wei. Wobei, das darf man keinem Menschen sagen, aber es ist passiert. Ich habe die Wäsche unter unserer Überdachung abgenommen. Und da die Leiter ein paar Meter weiter weg stand, habe ich mir den Stuhl genommen, hochgeklettert, habe die Wäscheleine genommen und die Wäsche abgenommen. Und da bin ich ein bisschen runtergefallen. Mhm.
Und da lag ich unten. Verdammt, ne? Da war's vorbei. Aber da war alles kaputt. Der rechte Knochen. Ich, Herr Doktor, Spitaler. Schienbeinkopf. Kaputt. Haben Sie vorher wahrscheinlich nicht mal gewusst, dass Sie einen haben, ne? So ein Schienbeinkopf. Ja. Es ist und dann noch den ja? Arm. Aber wie ich meinen Arm sah, der sah aus wie ein, ja. ein halber Tennisball auf der Seite und ein halber Tennisball von aber, der Innenseite. Helle Wahnsinn. Wann kommen Sie denn raus? Wann haben Sie denn jemals wieder die Chance, sich normal zu bewegen? Das dauert doch jetzt bestimmt ein paar Wochen, ne? Ach, ich bin ja jetzt erst am Montag operiert worden. Mhm. Ja, das und dauert. Und vorhin Montag ist der Arm gemacht mhm. worden. Oh, wei. Aber es wird schon tüchtig gearbeitet. Heute bin ich schon die Kuchen bekommen.